Der Bluttempling hat unter den einheimischen Körnerfressern den schönsten Gesang. Das Männchen zeigt zur Brutzeit eine rote Kopfplatte und rote Brust. Bei einer Volierenhaltung und ohne zusätzliche Rotfütterung verlieren sie jegliche Rotfärbung. Der Kopf und der Hals sind graubraun gefärbt. Der Rücken und die Flügeldecken sind kastanienbraun, der Bürzel weißlich. Der Bauch ist grau-weiß und die Flanken rotbraun. Die Flügel sind schwarzbraun, wobei die Handschwingen und Steuerfedern weiß umzäumt sind. Der Schnabel ist bräunlich, die Füße braun und hier kann man sie besonders in Hecken und Koniferen antreffen. Die Brutzeit des Bluttemplings liegt von April bis Anfang August. Die Henne legt 4 bis 6 Eier. Diese sind hellblau gefärbt und mit braunen Flecken und Punkten versehen. Die Brutdauer liegt bei ca. 13 Tagen und nach 14 Tagen verlassen die Jungen das Nest. Diese werden jetzt mehr und mehr durch den Hahn gefüttert, damit sich die Henne dem neuen Brutgeschäft widmen kann. Der Bluttempling ist anspruchslos in der Fütterung und Haltung. Die Voliere soll